glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es neue Interaktionsformen braucht. Die Konsumenten wollen wissen, woher die Produkte kommen, wie sie hergestellt wurden. Dafür braucht es entweder eine gläserne Produktion oder eben Möglichkeiten, wie die Konsumenten sozusagen hinter in die Produktionshalle hineinschauen können. Und in Bezug auf das Thema Innovation braucht es natürlich auch so ein bisschen eine Überwindung, vielleicht mit ehemaligen Konkurrenten oder mit Partnern neue Wege zu finden, um diese Produkte wirklich in die Zukunft zu steuern.